Heute schauen wir uns die Marke Roberto Ugolini an und was sie kann. Und was sich reimt, ist nicht gut. Hey, schön, dass du da bist. Heute geht es um die Marke Roberto Ugolini. Und was ist das bitte für ein wohlklingender Name? Also der geht ja schon mal super geil ins Ohr. Und ich habe mir gedacht, es wird mal Zeit, diese Linie für euch zu besprechen, denn ich bekomme immer wieder Anfragen von euch. Insbesondere ein, zwei Düfte machen momentan von sich reden. Und dann habe ich mir gedacht, komm, reviewen wir gleich die gesamte Kollektion. Roberto Ugolini ist ein florentinischer Schuhmacher. Und in diesem ganzen Schuhmacher-Thema spielt sich auch seine Duftkollektion ab. Und zwar wurde die vom Herbert Stricker als kreativen Kopf entwickelt. Und er war auch so lieb, mir die gesamte Kollektion zum Review zuzusenden. Und da ich momentan in sehr vielen Videos einen Gruß an den Herrn Stricker sende, habe ich mir gedacht, muss ich mal ganz kurz ein, zwei Worte dazu sagen. Nicht, dass ihr hier auf falsche Gedanken kommt. Der Herr Stricker sendet mir die Düfte zum Review. Und ich kann über die Düfte sagen, was ich will. Also da sind no strings attached. Ich kann komplett ehrlich sein und das ist mir auch echt wichtig, weil sonst würde ich es nicht machen. Sonst macht es ja alles keinen Sinn, weil mein Job ist es hier nicht, euch irgendwelche Düfte anzudrehen, sondern mein Ziel ist es, euch Orientierung zu geben und euch zu helfen, Düfte zu finden, die zu euch passen. Und ich freue mich sehr, dass der Herr Stricker einer von den Menschen ist, die einfach so überzeugt sind von ihren Produkten, dass sie es nicht nötig haben, einem zu versuchen, irgendwelche Worte in den Mund zu legen oder zu versuchen, den Review in irgendeiner Form zu beeinflussen. Das funktioniert nämlich eh nicht gut. Es kommt dann nicht authentisch und es ist auch nicht zielführend, weder für mich noch für euch. Und es ist nicht selbstverständlich. In dem Sinne freue ich mich eben sehr über diese Zusammenarbeit. Und jetzt schauen wir uns an, was der Stricker da für Düfte kreiert hat. Wie schon gesagt, im Ganzen umfasst die Kollektion 8 Düfte und ich bespreche sie in der Reihenfolge, wie sie auch auf den Markt gekommen sind. Wir starten mit dem Kitten Heel und das Kitten Heel ist ein ganz interessanter, toller Damenduft. Und hier seht ihr auch die Flakons. Wir haben hier oben diesen, wie sagt man da, dieses Elfenbein-Imitat, glaube ich, ist das. Und vorne drauf haben wir eine Lederplakette. Finde ich echt schön. Alle Düfte sind in diesem Stil. Das Einzige, was ich nicht super finde, ist, dass der Name vom Duft nicht draufsteht. Das finde ich ein bisschen schade, weil dann muss man die muss man gut kennenlernen. Den Namen muss man sich halt einfach merken, ja. Und das Kitten Heel wurde, glaube ich, in den 50er Jahren vor allem durch Audrey Hepburn berühmt. Das ist ein ganz schicker, ich sag mal, semi-legerer Damenschuh. Und Kitten Heel ist danach inspiriert, ja, als Duft. Und der gefällt mir richtig gut. Kitten Heel ist ein richtig schöner, fruchtiger, süßer, blütiger, interessanter Duft. Wir starten mit einem fruchtig-süßen Ylang Ylang. Diese fruchtige Süße, die täuscht aber ein bisschen, weil das ist nicht wirklich der Kerncharakter dieses Dufts, finde ich zumindest. Am Anfang finde ich den eben sehr verspielt, aber der wird dann nach ein paar Minuten schon sehr edel. Der bekommt eben neben diesem dominanten floralen Charakter auch noch eine schöne Holzigkeit. Und das Patchouli, das steuert so eine ganz dezente Würze bei. Wir haben ein bisschen Amber, also der Duft hat Facetten, entwickelt sich sehr schön. Und ist sehr, 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 sehr tragbar. Also das muss man eigentlich grundsätzlich, finde ich, für alle Ugolini-Düfte sagen. Die sind alle sehr tragbar und trotzdem Nische. Also genauso da, wo ich die Nische gerne habe, in diesem Sweet Spot zwischen was Besonderes und der Duft ist ausdrucksstark. Und man merkt, es ist keine Designer-DNA, aber trotzdem noch tragbar, versatil. Und du weißt, der hat einfach Massenappeal. Wir haben dann Richtung Ende hin noch ein bisschen harzige Süße mit Moschus, Vanille, Tonkabohne. Also zum Schluss hin wird der sehr, sehr weich und immer cremiger. Und von vorne bis hinten gefällt er mir richtig gut. Diese Noten, das sind alles keine besonderen Noten, die man noch nie gesehen hat. Aber es kommt halt darauf an, wie sie zusammengewoben sind und in welcher Qualität. Und der Duft hier, der macht irgendwie alles richtig und der ist sehr, sehr, sehr edel. Man muss schon süße Düfte mögen. Also der ist wirklich nichts für Männer, würde ich sagen, auch wenn der bei Parfumo als Unisex deklariert ist, meine ich. Ich glaube, das ist ein Fehler, weil der ist für mich eindeutig feminin und ich finde, der Flakon sagt es auch. Also der ist sexy, der ist ein bisschen süß, der hat Tiefe, der ist cremig, der ist smooth und ich finde den super. Als nächstes haben wir den Loafer, den Schuh, den kennt ihr bestimmt auch.
Der ist ziemlich bekannt. Und ich habe mir gedacht, bei der Gelegenheit zeige ich euch mal das Packaging auch, was ihr bekommt, wenn ihr euch so einen Duft kauft. Die kommen in so einem schönen Karton. Und dann kann man hier sozusagen diese Umkappe wegmachen. Und da drin haben wir dann eine nicht unschöne Präsentation, finde ich. Mutet fast ein bisschen an wie die Roger-Düfte. Genau, und jetzt zieht man ab und dann liegt er da auf so einem Samtbett drin. Und der Loafer ist eine ganz andere Richtung. Er ist sehr grün, das seht ihr hier. Und das würde ich sagen, gibt schon einen kleinen Hinweis auch, wie der Duft wirkt. Das ist jetzt ein eindeutiger Unisex-Duft, finde ich. Der ist schon auch schick, gell? Also der ist schon... Der hat schon was Besonderes. Der irgendwie wirkt auf mich auch sehr edel, aber in eine ganz andere Richtung. Der ist, wie sage ich das? Der ist grün, der ist frisch, schon casual, aber doch sehr stilvoll dann auch wieder. Also ich würde sagen, stilvoll casual ist der. Ein Chypre-Charakter hat der. Ich weiß nicht genau, wo die grüne Assoziation bei mir herkommt, weil die Noten sind jetzt nicht zwingend sehr grün. Aber ich finde, das ist einfach so ein frischer Allrounder für einen Tag, aber total jahreszeitenunabhängig. Also ich finde, der geht immer, bis auf vielleicht in der klirrendsten Winterkälte. Und der ist tatsächlich auch von seinem Notenaufbau her sehr interessant. Also wir haben am Anfang eine Gewürznelke mit drin. Und die Gewürznelke, die spielt aber brav, sag ich mal. Also es gibt ja auch so Düfte, bei denen reißt die Gewürznelke alles an sich und man riecht dann nichts anderes mehr. Das ist hier nicht der Fall, sondern die gibt echt ganz eine schöne, wie sagt man da, einen schönen Kopfnotenkick. Wir haben Muskat, wir haben Amber und wir haben Blüten. Ja, also ich würde sagen, das ist, was ihr so kriegt. Der verändert sich ein bisschen, so nach einer Viertelstunde mischt sich das alles noch ein bisschen, ich sag mal, homogener zusammen und das ist der Punkt, wo er mich so ein bisschen verliert. Also initial in der Kopfnote bin ich total so, was ist das? Spannender Duft, ja, hat man noch nicht gerochen. Und dann muss ich sagen, so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten finde ich ihn nicht mehr ganz so toll. Ich glaube... Das liegt, glaube ich, daran, dass diese Muskat-Amber-Kombination nicht was ist, was mich super anspricht. Aber der ist nicht schlecht gemacht. Also das ist jetzt halt nur einer, der meinen Geschmack nicht perfekt trifft. Ich würde sagen, der ist Unisex, Tendenz maskulin und der eignet sich super für den Tag, fürs Büro, fürs Business. Also mit dem kann man eigentlich alles machen. Auch für die Freizeit, ja. Der Loafer ist ja eigentlich eher so ein Freizeitschuh. Wobei der, ja, finde ich schon, ist ein schicker Loafer auf jeden Fall. Zum Ende hin wird der für mich fast ein bisschen blattstielig grün und kriegt so eine ganz, ganz, ganz leicht medizinische Note und verliert so ein bisschen seine Sorgenlosigkeit, verliert so ein bisschen seine Casualness, würde ich sagen. Aber ist ein spannender Duft. Das ist einer, da würde ich sagen, den müsst ihr probieren und euch euer eigenes Bild machen, weil... Meine eigene Wahrnehmung ist da total all over the place mit dem. Und ich bin fasziniert, aber nicht vollends begeistert. Ja? Also ich glaube, das ist einer, dem muss man ein bisschen Zeit geben. Ich glaube, das ist einer, den müsste man noch öfter tragen. Und dann weiß man, was man mit dem anfängt. Und so schwer der Loafer gerade für mich zu greifen war, so leicht tue ich mich mit dem nächsten. Das ist der Oxford. Und den Oxford-Schuh, den kennt ihr sicher alle. Also... Das ist so ein klassischer, stilvoller Herrenschuh und genauso ist der Duft auch. Also das ist ein klassisch eleganter, schicker, stilvoller Herrenduft. Echt richtig gut gemacht und das ist einfach irgendwie eine ganz, ganz klare Aussage, finde ich. Der hat eine wunderschöne Pfefferwürze im Auftakt. Ich mag Pfeffer echt gern. Zusammen mit so einem grün-würzigen... harzigen, leicht erdigen Touch. Das ist einer, mit dem man nichts falsch macht, wenn man einen Anzug trägt und er ist so ziemlich das Gegenteil von Casual. Also der ist sehr ernsthaft, der ist sehr schick. Der hat meiner Meinung nach ganz, ganz leicht auch orientalische Einflüsse. Also irgendwas hat er drin, was mich ein bisschen an den Fars von Serjoff erinnert. Wahrscheinlich ist es die Rosengeranie, aber es ist so dieses schicker, klassisch eleganter Mann einfach.
Natürlich ist der viel europäischer als der Fars, ja. Aber trotzdem, ich finde, der ist recht reif. Also den würde ich sehen an Männern so ab 30, 35 aufwärts, weil der einfach irgendwie so unglaublich klassisch ist. Schon sehr traditionell, aber echt richtig gut gemacht. Das muss ich überhaupt sagen. Also ich finde, die Qualität der Düfte ist durch die Bank top. Da habe ich bei allen acht keine Enttäuschung gesehen. Und ich würde echt sagen, dass die schon ihr Geld wert sind. Probiert den mal. Der könnte vor allem spannend sein für die Leute, die auch die Richtung von Terre d'Hermès gern mögen. Von der Performance her ist der weder schwach auf der Brust noch Beast Mode. Der ist richtig schön im Mittel, ja. Also so 7 Stunden circa bei moderater Projektion. By the way, das habe ich vorhin noch vergessen zu sagen. Kitten Heel hält sich top, strahlt gut aus. Der Loafer, würde ich sagen, hat eine mittlere Haltbarkeit und auch eine moderatere Projektion. Der ist ein bisschen leiser. Als nächstes haben wir wieder einen Damenduft, und zwar den High Heel White. Und wenn ich Düfte rieche zum ersten Mal, noch bevor ich mir überhaupt Gedanken mache über die Noten, schreibe ich immer meine initiale Reaktion auf. Also an was erinnert mich der Duft, was gibt er mir für Gefühle, was ist das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich diesen Duft rieche. Und bei dem habe ich mir aufgeschrieben: Oh, toll, toll, Ausrufezeichen, kein 0815-Duft. Ich habe nämlich was echt ganz anderes erwartet. Bei High Heel dachte ich eigentlich an süß, dunkel, warm, sexy. Aber der Flakon lässt auch schon ein bisschen vermuten, das ist nicht diese Art von Duft. Der ist sehr viel mehr, sag ich mal, in chaneligen Gefilden unterwegs. Also das ist ein frischer Duft mit sehr viel Galbanum in der Kopfnote. Also der macht ihn seifig, clean. Das ist der elegante, stilvolle High Heel, der vielleicht zu einem Business-Kostüm eher gehört als zu einem Stripper-Outfit, sag ich mal. Also der ist sehr elegant, auch sehr stilvoll. Ja, das zieht sich irgendwie so ein bisschen durch die Bank. Bisher hatten wir noch keinen so wirklich legeren Duft dabei. Der ist sehr, sehr schick. Auch reif, meiner Meinung nach. Und er hat eben diese seifige, grüne, pudrige Frische. Also das ist auch für mich definitiv ein Tagesduft. Das ist vielleicht keiner, den ich in der Nacht tragen würde, weil der so einen gepflegten Eindruck macht. Das ist so ein ganz, ganz feiner Duft. Der riecht auch sehr teuer. Der ganze Duft ist relativ unsüß und kombiniert mit dieser tollen Galbanum-Note im Kopf ist ein Koriander. Und der gibt eben auch so eine tolle Würze mit. Und dann haben wir im Herzen relativ viele recht unsüße Blüten. Also wir haben eine Iris, wir haben ein Maiglöckchen, wir haben eine Rosengeranie und eine Rose. Und ein bisschen Kardamom, den kann man auch erahnen, sag ich mal. Und die Basis ist dann relativ klassisch, holzig, vanillig, moschusmäßig. Also die Basis ist eigentlich an sich, ich sag mal, ein Best-of. Aber der Duftcharakter tatsächlich bestimmt sich im Herzen und eben aus dieser tollen Galbanum-Note. Also ich sag euch, das ist was für schicke Frauen. Das ist nichts für Jogginghose. Das ist was fürs Business durchaus. Und die Performance ist durchweg sehr angenehm. Also der ist weder laut noch leise. Eigentlich wunderschön im Mittel. Als nächstes haben wir den Blue Suede Shoes. Und da habe ich mir natürlich Wildleder erwartet. Und ich wurde nicht enttäuscht. Ich habe zwar jetzt in den Noten keine Ledernote gefunden, aber der ist einfach dieses schöne, schon sehr maskuline, frische, aromatisch holzige, Patchouli-lastige. Ja, also der ist sehr gefällig. Also der geht von allen Düften, die ich euch bis jetzt gezeigt habe, am meisten in Richtung Designer-DNA. Der erinnert mich schon doch ein bisschen an Bleu de Chanel von Chanel. Und ich finde, das ist wirklich der massenappealigste. Das ist einer, den riechst du und denkst dir, geil. Also der ist unkompliziert in dieser Hinsicht, weil man einfach mit der DNA ein bisschen vertraut ist. Aber hat natürlich seinen eigenen Twist. Das ist keine 1:1 Kopie von Bleu de Chanel, sondern das ist einfach schon eine bisschen qualitativ hochwertigere, nischigere Variante, aber unglaublich tragbar, unglaublich versatil, vielseitig. Den kann man eigentlich zu allem anziehen als Mann. Der ist nicht wie der Oxford reif und klassisch und traditionell, sondern das ist, würde ich sagen, ein sehr moderner Mann. Also wir haben eine schöne, pfeffrige Holzigkeit,
Wir haben Lavendel, wir haben ein bisschen Anis, wir haben Patchouli. Das ist einfach einer, der super gut in jede Gelegenheit passt und jetzt vor allem auch was für den Sommer ist. Ihr habt ja vor kurzem meine Sommerliste gesehen, da habe ich euch den Marzocco gezeigt, der kommt dort auch noch. Aber der Blue Suede Shoes ist auch ein super Sommerduft. Also könnt ihr euch echt anschauen. Ich finde, der ist hervorragend auch für einen Job geeignet. Das ist einfach ein richtig cooler Duft, ja. Und definitiv mit einer besseren Performance als die Designer. Also die Performance ist richtig gut. Ich habe gute 7 Stunden bekommen von dem und die Projektion ist moderat. Ich mag Pfeffer einfach so gern. Als nächstes haben wir den 17 Rosso und das ist der erste aus der Kollektion, der nicht nach einem Schuh benannt ist. Schlau, weil ich glaube, irgendwann gehen einem die Schuhtypen halt aus und deswegen war es smart, auf was anderes umzuschwenken. Der Name 17 Rosso bezieht sich auf die Geschäftsadresse in Florenz von der Werkstatt von Roberto Ugolini. Also Florenz hat eine lustige Art, seine Adressen zu betiteln. Es gibt verschiedene Farben, ja. Es gibt blaue und schwarze und rote Häuser. Und die roten sind Geschäftsadressen und die blauen und schwarzen sind anscheinend Privatadressen. Und bei 17 Rosso ist eben die Werkstatt von Roberto Ugolini. Und ich muss sagen, das ist wahrscheinlich der einzigartigste aus der Kollektion, meiner Meinung nach. Das ist der interessanteste, das ist von den Noten her der unkonventionellste. Und der hat eine wahnsinnig hohe Duftkonzentration. Also das ist der einzige, der, glaube ich, ein Extra ist. Die anderen sind alle Eau de Parfums und der ist schon, der ist wirklich sehr besonders. Ich habe gehört, einer von den neuen, die jetzt rauskommen, hat auch eine Adresse, weil der Roberto Ugolini anscheinend umgezogen ist. Das ist ja praktisch, ne? Der ist so gut. Der ist so komplex und so unorthodox gemacht und hat so eine tolle, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Wenn man den zum ersten Mal riecht, das erste, was ich gerochen habe, war Leder. Und das passt ja auch total zu dem Schuhmacher-Thema. Ich habe geschaut in den Noten, es ist mal wieder kein Leder gelistet. Also ich weiß nicht, wo die herkommt, aber ich schwöre euch, ich rieche Leder, ja. Aber wir haben eine super spannende Kopfnote, die setzt sich aus vielen Sachen zusammen. Wir haben Frucht, wir haben Himbeere, wir haben ein bisschen Pfirsich, wir haben Safran, wir haben Minze. Also das ist schon wahnsinnig besonders. Dann haben wir im Herzen Blüten, Pfingstrose, Damaszenerrose und rosa Pfeffer. Und diese Pfefferigkeit, die kriege ich auch schon beim initialen Sprühen. Und in der Basis haben wir dann eine schöne Kombination aus holzigen, grünen und harzigen Noten. Das gibt eine sehr, sehr, sehr smoothe Unterlage. Und der ganze Duft ist wirklich richtig besonders. Unisex, Tendenz auch hier maskulin, würde ich sagen. Der ist irgendwie schon frisch, aber das ist nicht euer typischer Freshie. Der ist ein Chamäleon. Der hat einen ganz, ganz, ganz spannenden Duftverlauf. Nach und nach rückt die Rose ein bisschen mehr ins Zentrum. Und ich muss zugeben, das ist nicht mein Lieblingsteil am Duft. Also was mir bei dem Duft super gut gefällt, ist die Kopfnote und der Drydown. So auf die halbe Stunde, Stunde dazwischen, die finde ich nicht ganz so prickelnd. Aber auch da ist es einfach sehr spannend. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn man dann an seinem Arm riecht oder an seinem oder am Hals oder wo auch immer man ihn hingesprüht hat, nimmt man andere Nuancen wahr. Und ja, also das ist, finde ich, das Meisterwerk aus der ganzen Reihe. Da ist einfach viel los in dem Duft. Der ist super schick. Ja, auch der Flakon ist sehr besonders. Die anderen sind alle durchsichtig. Der hat so roten Glitzer. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so sehen könnt. Glitzer klingt so weibisch. Ich zeige es euch in der Nahaufnahme einfach. Zum Ende hin kommt eben diese harzige, holzige Unterlage immer mehr durch. Und ich habe das Gefühl, er versucht fast so ein bisschen ins Orientalische abzudriften, aber er kommt nie so richtig da an. Also er ist immer noch, finde ich, total europäisch und total tragbar. Und das ist wirklich eigentlich der Jackpot. Der ist super spannend und trotzdem super tragbar. Ich glaube, so grundsätzlich, wenn ich versuchen würde, die Marke Ugolini in, ich sag mal, einen Slogan zu fassen, dann würde ich sagen, europäische Sophistication mit orientalischer Inspiration. Also einfach sehr, sehr, sehr weltmännisch, sehr gut geeignet fürs Business und die sind alle eigentlich echt schick. So, und hier ist er jetzt, der Marzocco.
Benannt nach dem Wappentier von Florenz, das ist so ein Löwe, der passt auf die Stadt auf. Und den Mazzocco habe ich euch schon in der Sommerliste für die Herren vorgestellt dieses Jahr. Der ist nämlich super für den Sommer. Der hat was Limettiges, Mandariniges. Der ist vom Feeling her wie so eine Ahoi-Brause im Mund. Und vom Geschmack her oder vom Geruch her ist er wie so ein Limettenminze. Rucola-Bonbon, also echt richtig süß, zitrisch, spritzig, sprudelnd, bitzelig, erfrischend und süß. Habe ich süß schon gesagt? Er ist schon süß, ja, auf dem ersten Sprühen. Und das ist schon auch eine sehr einzigartige Kombination. Nach einer Zeit legt sich diese sprudelnde Brause-Action, habe ich sie, glaube ich, im anderen Video betitelt. Die legt sich so ein bisschen und der Duft wird weicher. Wir haben im Herzen eine ganz, ganz schöne Orangenblüte, die dann ihren Auftritt bekommt. Und wir haben in der Basis eine Cremigkeit, eine Weichheit, eine Holzigkeit. Also der irgendwie, ich habe am Anfang das Gefühl, der strahlt, ja, der hat so richtig seinen Auftritt. Und dann zieht er sich langsam zurück. Wobei zurückziehen ist der falsche Begriff. Er wird einfach, er nordet sich ein bisschen ein, er wird ausgewogener, er wird harmonischer und es stechen nicht diese einzelnen Komponenten so heraus, sondern man merkt, okay, da steckt auch ein bisschen Parfümeurskunst dahinter. Ich finde den super für Männer. Frauen könnten den auch tragen. Auch hier muss ich sagen, Tendenz maskulin eher, ja. Ja, deswegen habe ich ihn auch ins Sommervideo für die Herren gepackt. Performance für so einen Zitrusduft nicht schlecht, ja, also gut im Mittel. Ich finde, die nehmen sich von der Performance alle nicht viel, bis auf der 17 Rosso, der ist eindeutig potenter als die anderen, aber mit dem kommt ihr auch gut durch einen Tag, ja, und der wird wahrgenommen, aber ist nicht nervig. So, und zum Schluss haben wir noch den Azzurro. Und Azzurro heißt ja blau, also damit ist dieses Himmelblau gemeint. Also die Farbe, die ihr hier seht, das ist ja eher so ein Türkis. Das ist nicht das richtige Azzurro, sondern eher das, was ihr auf den Trikots der italienischen Nationalmannschaft seht. Das ist das Azzurro. Und da gibt es ja auch diesen Song von Adriano Celentano. Und überhaupt ist blau eigentlich die Nationalfarbe von Italien, obwohl es in der Flagge nicht vorkommt. Ja, das versteht einer. Auf jeden Fall, beim Azzurro geht es um Sommer, um Sonne, Sonnenschein, Lebensgefühl, italienisches Dolce Vita, würde ich sagen. Und als ich den zum ersten Mal gerochen habe, dachte ich, okay, das ist ein süßer Aquate. Der ist sehr fruchtig, der Kokosnuss, Davana, was so einen Aprikosen-Vibe gibt. Nicht wirklich viele aquatische Noten drin, aber er wirkt trotzdem so. Er wirkt sehr transparent, er wirkt sprudelnd, er hat eine starke schwarze Johannisbeere auch und das gibt auch immer irgendwie was Sommerliches. Also die schwarze Johannisbeere hat einen ganz, ganz, ganz distinktiven Duftcharakter. Wenn ihr Düfte habt, die das stark drin haben, dann erkennt ihr das sofort wieder. Ich finde den sehr unisex, weder weiblich noch männlich. Und ich muss auch sagen, das ist für mich der austauschbarste aus der ganzen Kollektion. Also ich glaube, der ist von seiner DNA her auch recht nah an vielen Designern dran. Und da ist es dann eine Frage, ob ihr tatsächlich das Geld für den ausgeben wollt. Weil er ist natürlich teurer als die meisten Designer. Aber ich glaube, ihr findet ähnliche DNAs auch günstiger in einer annähernd gleichen Qualität. Performance ist auch hier mit Abstand am schlechtesten. Wobei das natürlich auch ein bisschen den Noten geschuldet ist. Also der ist einfach voll mit Noten, die sich auch nicht so lang halten, die schnell verfliegen. Diese typischen Freshie-Noten, da hat man einfach nicht so lang was davon. In einem Satz würde ich sagen, das ist ein solider Sommerbegleiter, aber austauschbar. So, ihr Lieben, das waren die 8 Düfte. Ich hoffe, es war spannend für euch. Sagt mir mal, ob ihr schon Düfte probiert habt aus dem Haus und was ihr davon haltet. Und dann freue ich mich auf euch im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.